Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Satz und Dubio wieder mit King of Retail statt. Wir halten fest, wir haben gestern verlängert bis 22 Uhr. Ne? Die Mitarbeiter sind bis 20 Uhr da. Spätestens. Morgen ist Mittwoch, das heißt, wir haben Cedric mit dabei und Lennart. Und Selina räumt ab und zu mit ein, macht Verkäufe. Genau. Und wir gucken jetzt gleich mal hier rein, wie es denn hier aussieht. Haben wir denn schon alles bestellt? Ja. Wollen wir noch was ins Sortiment mit reinnehmen? Die sind, glaube ich, neu. Naja, wir gucken erstmal jetzt in den Tag rein und dann schauen wir mal, was wir am besten machen können. Ja, geringer Optimismus. Da verkaufen wir echt viel. Die waren im Angebot gewesen, hier mit reingenommen. Wir sind überhaupt wieder über 2000. Was wir jetzt erst machen, wir gucken erstmal schnell ins Lager. Wie war denn das gestern? Genau, wir müssen nur noch umbauen. Oh, wir müssen noch jede Menge auspacken. Ein Tag müssen wir eigentlich mal geschlossen halten. Das nützt ja alles nichts. Ein bisschen unser Lager erweitern. Es wird. Es wird, es wird, es wird. Nur kommen wir mit den Auffüllen nicht hinterher. Wir bekommen endlich mal alles geliefert, eigentlich. Müssen bloß mehr Liefereinheiten hinstellen. Jetzt mal alles mal umräumen. Weil wir kriegen ja nachher wieder eine fette Lieferung. Ja, komm, wir füllen das mal schnell auf. Hoppala. Nehmen wir gerade nichts da. Immer nur zwei Sachen gerade ausgepackt. Haben wir hier noch was da? Jep. Wir gehen mal wieder die Regale neu einräumen und vielleicht mal ein bisschen umsortieren. Oh, hier haben wir ein bisschen was da, das ist schön. Machen wir jetzt mal ein bisschen entspannter. Ich war immer so hastig, weil ich schnell vorankommen möchte. Aber ich denke, so kommen wir auch besser hin. So, wir haben ein bisschen was auch in den Regalen drin, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Und vor allem würde ich gerne mal umsortieren. Wo kommt denn das Grüne eigentlich hin? Habe ich das irgendwo eingeparkt? So, haben wir gerade auch schon Getränke am Start? Jawohl. Denn volle Lager hinten nützen uns nicht viel, müssen sie auch am Mann bringen, also verkaufen. An Mann oder an die Frau. Wir wollen ja ein bisschen was verkaufen. So, gucken wir mal hier weiter. Wie sieht's hier aus? Oh ja. Na, hier nix. Hier noch was? Oh, das Regal ist fast schon wieder leer. Und wir kriegen auch schon wieder Artikel geliefert. Oh, ist schön. Naja, zumindest. Oh, wieder nachfüllen. Hier noch was da? Ja. Hier auch noch was da? Brauchen von manchen Artikeln noch einfach mehr, weil wir so viele davon verkaufen. Ja, sie hat aber schon was ausgepackt. Kriegen trotzdem nicht alles unter. Wir müssen echt schauen, dass wir hier. Gut, sie packt aus. Da können wir mal. Upala. Da können wir mal gucken, ob hier schon was dabei ist. So, hier ist nix.
Bisschen Salat haben wir auch mit da. Wunderbar. Gerade nicht erstmal einräumen hier. Lieferung ist nochmal da. Ich glaube, so schnell ist sie gar nicht. Oh, hier wurde auch schon wieder fleißig gekauft. So. Und ich glaube, wir brauchen dauerhaft 3 Kassierer. Ich weiß aber aktuell nicht, wohin mir das... Ja! Das sind Getränke. Kannst du dringend gebrauchen, das ist schön. Wir müssen hier das trennen. Irgendwas. So, Hunger. Oh. Hat schon wieder gepfiffen. Jawohl. 7000 würde ich gerne am Tag schaffen, Umsatz zu machen. Was denn? Alte Mecker-Else. Ja, man, aber du hast da, sehr schön. Anna ist auch wieder da. Brauchen von manchen Sachen eigentlich mehr in der Bestellung. Oh, was ist denn hier los? Immer mal... Drops, weiß gar nicht warum. Das ist ja schon gemein hier. Wo mir der CPU, ich weiß gar nicht nur, was die im Hintergrund da macht. Excuse me. Oh hier, auch schon wieder einiges leer. Thank you. Da können wir gleich mal auffüllen, weil da haben wir noch einiges da. Oder? Ja, okay. Hier haben wir was da noch. Thank you. Da haben wir was da. Bananen wieder da, noch keine. Hier noch was da. Das andere was da. Uiuiui, hier ist wieder leer. Bier wird gut gekauft. Hi. Limonaden was da. Auch noch was da, sehr schön. Sieht's auch gut aus. Schnappes haben wir auch noch da. Ja, Schnappes haben wir auch noch da. Hey, can you help me? Na klar, wenn ich immer hier bin. Vielleicht eine Limonade. Okay. Kommt jetzt dahin. Durchs Regal geklickt wahrscheinlich. Sind hier oben drin? Das Softie. Ist eigentlich auch hier drüben mit drin. Oder? Hier war da auch Softie drin. Genau, dann machen wir das hier raus und nehmen dafür Reinigung das hier mit rein. So. Ja, nimm's mit. Waschen wird immer. Hm. Hier noch ein paar Chips da, ein paar Früchte. Ist auch noch was da. Oh ja. Ganz wichtig. Gott. 7000 haben wir erreicht. Aber das müssen wir auch noch an Konzern abgeben. Die
ich mir nochmal Toilettenpapier, die anderen Dosen, das Zeug. Vielleicht mal das Lager erweitern, dass wir noch irgendwie umbauen können, erstmal. Und dann wollte ich auch schauen, ob man das über... Oh. Ah, ich bin alleine, stimmt ja. Verdammt. Entschuldigung. Da sind ein paar Zusatzverkäufe. Ob wir das Zeug hier im Mindestlager haben. Haben wir 10, 10, 10. Oh, habe ich das auch? Ah, ich muss gleich mal bestätigen, ne? Ja. Ja, Moment, bin unterwegs. Nicht wegrennen. Ja, ein bisschen was verkaufen wir ja noch. Sehr schön. Können wir eigentlich nochmal eine Umbauaktion machen? Und da stürmt draußen, ey, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Okay. Wir haben noch 7000. Wir gucken jetzt mal nach einer Bestellung, wie viel. Oh, oh Gott. Jetzt können wir löschen. Fühlt sich krank. Lennart. Touristen in der Stadt. Okay, da können wir morgen nicht zumachen. Die nehmen wir noch mit auf jeden Fall. Lennart fühlt sich krank. Das heißt morgen nur eine Kasse besetzt. Das ist ganz schlecht. Wir gucken mal, was er hier hat. Artikelhandhabung ist er und Kasse. Hipster und Bauern. Frauentops und Getränke. Chancen, dass die Energie sich reagiert, wenn niedrig. In einem wieder aufgefüllten Laden. Verkauf verläuft viel schneller. Okay, wir gucken mal. Gut. Dann auf jeden Fall der René. Der ist morgen da. Der macht Mittwoch, Donnerstag frei. Ne, der macht Montag, Dienstag frei. Und hier ist er da. Arbeit starten um 12. 12 bis 19. Upsala. Zwar Auffüller. Und geht in die Pause um 16 Uhr. Da mache ich nämlich morgen Kasse. Aber erstmal noch eine Bestellung hier, Mindestlager. Gott. Bei manchen Artikeln müsste ich eigentlich mehr bestellen, damit wir was auf Lager haben, aber das ist erstmal Lagerarbeit. Und die Frage ist,
Wir müssen das mal hier im Mitarbeiterraum vergrößern. Auf mal. Und Lager. So. Gesamtgewinn einlegen, minus 1000 zum Laden gehen. Naja, durch den Umbau jetzt. Dafür haben wir jetzt einen großen Mitarbeiterraum. Bloß so groß braucht man gar nicht. Haben wir schon eine Kaffeemaschine? Haben wir auch schon. Naja. Wir packen erstmal aus. Dafür ist das Lager jetzt größer. Lager ist voll, Dann müssen wir jetzt ganz schnell nachfüllen hier. Bräuchte ich auf jeden Fall mehr Lagerregale. Das steht fest, wir brauchen mehr Lagerregale. Können schön auffüllen hier, das ist richtig gut. So soll es ja auch sein. Hier ist fast nichts drinne. Haben wir aber auch schon ein bisschen was ausgepackt. Um 12 kommen dann die Bauern mit 20 Personen. Wurde gesagt. Eine Kasse ist gerade besetzt, ist schon mal ganz gut. Wir können das mal weiter ausräumen hier. Erste Sale des Tages. Gut, Selina packt hier auch aus. Sehr gut. Eine Kasse besetzt. Ja, dann machen wir schnell die zweite Kasse jetzt erstmal jetzt hier. Oh, definitiv eine größere Kasse. René ist auf dem Weg zur Arbeit, das ist gut. Lieferung ist da und René ist da. Er füllt auch schon fleißig auf hier, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Und wir verkaufen ja fleißig. Wieso keine Kasse? Hier ist doch. Warum steht da keiner? Oh Gott, wir brauchen eine dritte Kasse. Nach einer Pause. Uiuiui. In dem Laden schon eine dritte Kasse. Komm, Cedric. Aber der Rubel rollt, ne? Das sind nur bloß so. Teilweise kleine Artikel, die gekauft werden, aber eher für viele. Mach René eine Pause, das ist schlecht.
Wir müssten eigentlich mehr Geld einnehmen. Wir können doch mehr Geld einnehmen, wir brauchen ein bisschen Kasse. Selina macht die Verkäufe. Aber auch nicht so gewinnbringend. Ja, ne, endlich mal dort was reingeräumt. So, er hat jetzt schon Feierabend gemacht, weil er Frühdienst hat und ich übernehme quasi jetzt die Schicht von... Hey, Sabina, der frei... Ja, von dem, der krank ist halt. Müsste ich mal die Kasse wechseln. Können wir ein bisschen besser anstehen. Ja, 7000 schon heute nicht wahrscheinlich. Ach, sind teilweise... Naja. Muss aber ordentlich aufgefüllt werden. Der 7000 war trotzdem heute. Hier hätte alles aufgefüllt werden können. Ärger mich gerade ein bisschen. Weil die mir das Falsche auffüllen wollen, komischerweise. Ja, alles da. Mann. Es ist alles da. Hier auch. Sollten wir vielleicht Arbeitsbereiche zuteilen. Haben wir 6,3, Gesamtgewinn am Ende 2,2. So. Lennart ist damit da für Marketing, den können wir. Warum eigentlich nicht? Kann der Regale einräumen? Samstag nicht mehr, Freitag. Den brauchen wir eigentlich Freitag gar nicht. Oh, Samstag macht er wieder Kasse. Wollen wir mal zwei E-Mails? Und was daran steht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei King of Retail. Wir gucken mal, wie wir alles optimieren können. Kassen brauchen wir noch, Lager erweitern. In dem Sinne. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Tipps, Tricks, Anregungen, wie auch immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.